Hallo Tayo. Klicken Sie hier, um sich anzumelden. Zu Hilfe! Zu Hilfe! Tayo und Rogi spielen am Flussufer. Als sie in Streit geraten und auf den Fluss hinaustreiben. Was wird aus ihnen? Kommen Tayo und Rogi wieder heil ans Ufer? Warum hilft Tayo und Rogi denn niemand? Erfahrt, wie sie da wieder rauskommen. In der dritten Tayo-Staffel. Jetzt im September. Rogis ganz besonderer Gast. Die kleinen Busse kommen nach der Arbeit zurück zum Depot. Wir sind zurück! Hallihallo! Rogi, du musst aber früh zurück. Mhm. Ich will euch etwas zeigen. Kommt mit! Was könnte es sein? Okay, jetzt geht's los. Tada! Und? Ist das nicht cool? Ich hab das alles gesammelt. Wo hast du denn den ganzen Müll her? Das ist ja schmutzig. Das ist kein Müll. Es war schwer, das alles zu sammeln. Wartet hier. Seht mal, ist das nicht schön? Lani, das ist ein schönes Geschenk für dich. Das stinkt. Nimm es weg. Gefällt es dir nicht? Oh, ich weiß. Ich habe sogar das hier. Und, gefällt es euch? Wie geht's? Nimm es weg. Ist alles okay? Autsch! Rogi, warum sammelst du denn diesen ganzen Müll? Rogi, ich kann den Gestank dieses Mülls nicht ausstehen. Fahren wir! Okay. Wart auf mich! Warum sind sie so wütend? Am nächsten Tag kehrt Rogi nach der Arbeit zum Depot zurück. Die sind so gemein! Ich habe ewig gebraucht, um das alles zu sammeln. Wow! Er ist so cool! So ein Auto habe ich noch nie gesehen! Hey! Du bist echt cool! Ach, redest du mit mir? Ja! Wie heißt du? Mein Name ist Windy. Ich bin ein Wohnmobil und ich liebe es, um die Welt zu reisen. Wow! Ein Wohnmobil? Das ist großartig! Mein Name ist Rogi. Haha, das ist ein toller Name. Oh, wirklich? Ja. Windy, was ist das alles auf deinem Rücken? Oh, das sind die Sachen, die ich während meiner Weltreise gesammelt habe. Wow, ich habe auch ein paar Sachen gesammelt. Die sind alle in meinem Depot. Wirklich? Jetzt machst du mich neugierig. Willst du mit mir in meinem Depot spielen? Oh. Wirklich? Ich habe gerade nach einer Übernachtungsmöglichkeit gesucht. Großartig! Dann lass uns losfahren. Also gut. Juhu! Hallo! Hallöchen! Warum bist du so niedergeschlagen? Ich fühle mich schlecht wegen Rogi. Ich glaube, wir waren etwas zu hart zu ihm. Ja, den ganzen Tag fühlte ich mich seinetwegen schlecht. Ich auch. Wisst ihr was? Wir entschuldigen uns einfach bei ihm, wenn wir zurück sind. Okay. Das ist eine gute Idee. Beeilen wir uns. Okay. Ich frage mich, ob Rogi schon zurück ist. Bravo! Das ist toll. Absolut fantastisch. Wer ist das? Hallo. Was gibt's? Ist das dein Freund? Sagt Hallo! Das ist Windy! Er ist ein Wohnmobil und tourt um die Welt! Jo! Hallo! Ihr müsst Rogis Freunde sein. Aber
Ihr seid viel gewöhnlicher, als ich dachte. Was? Nur ein kleiner Witz. Windy wird heute bei uns übernachten. Ich habe Hannah gefragt und sie sagt, es ist okay. Was? Bravo! Das ist wirklich schön. Ja, oder? Sie sind sich wirklich ähnlich. Ich habe ein schlechtes Gefühl bei dieser Sache. Rogi, du hast wirklich einen tollen Geschmack. Ich bin so beeindruckt. Windy, du und ich sind uns so ähnlich. Ich möchte dir danken, dass du so nett zu mir warst, Rogi. Okay, schau genau hin. Oh? Wow! Das ist so cool! Was ist das denn? Da drin ist es ganz schön chaotisch. Sieht aus wie Rogis Garage. Wo hast du das ganze coole Zeug her? Das habe ich im Süden gesammelt. Und das ist aus dem Westen. Oh, ich war sogar auf einer Insel. Wow! Du bist der coolste, Windy! Da stimme ich dir zu. Hey, Windy! Ich zeige dir mal unser Busdepot. Oh, wirklich? Klingt gut. Los geht's! Tayo, der kleine Bus! Was ist mit dem Typ, den Rogi mitgebracht hat? Ist er nicht seltsam? Ja, er scheint interessant zu sein. Wir können uns nicht so leicht bei Rogi entschuldigen, weil er immer so mit Windy beschäftigt ist. Was war das für ein Geräusch? Sehen wir mal nach. Okay. Windy, was ist das für eine coole Musik? Es ist Musik von der Südseeinsel, auf der ich war. Ich habe es selbst aufgenommen. Da möchte man seinen ganzen Körper bewegen. Ja, Hula, Hula. Wow, das ist großartig. Rogi, willst du es mal versuchen? Hula, 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 Hula. Wow, du bist ziemlich gut. Wirklich? Hula, Hula. Hula, 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 Hula. Was ist das denn? Es ist seltsam. Hula, Hula, schüttel dich, spring hoch. Oh ja, das macht Spaß. Ich bin so glücklich. Rogi mag Windy bestimmt sehr. Wir waren nicht sehr nett, als wir uns über ihn lustig gemacht haben. Ich muss ihm sagen, dass es mir leid tut. Rogi, es tut mir leid, dass ich wütend auf dich war. Ich war gemein zu dir. Oh? Rogi, schläfst du? Oh, wo ist Rogi? Ich hatte heute viel Spaß. Du und ich haben viel gemeinsam. Windy, warum willst du denn draußen schlafen und nicht in der Garage? Ja, ich sehe mir gern die Sterne an und schlafe gern unter dem Nachthimmel. Ich fühle mich so frei und friedlich, wenn ich so einschlafe. Wow, ich weiß zwar nicht, was du meinst, aber du bist cool. Wo in aller Welt könnte er sein? Das sind Rogi und Windy. Ich will frei sein und die Welt bereisen, wie du. Oh, wirklich? Dann solltest du es tun. Ich kann nicht. Ich bin ein Bus. Das ist egal. Hey, willst du mit mir reisen? Was? Das ist... Wir verstehen uns doch sehr gut, findest du nicht? Das stimmt, aber... Ich reise morgen früh ab, wenn du mitkommen willst. Denk mal drüber nach. Okay, ich gehe jetzt schlafen. Gute Nacht. Ja. Auch. Was, wenn Rogi wirklich mit Windy auf Reise geht? Jungs, aufwachen! Rogi ist weg! Seine Sachen auch! Hallo, aufwachen! Es ist ein Notfall! Was ist los? Rogi ist weg! Er hat so
sogar alle seine Sachen mitgenommen. Er ist bestimmt in der Waschanlage. Nein, da ist er nicht. Rogi ist mit Windy auf eine Reise gegangen. Was? Warum würde er das tun? Ich habe sie gestern Abend darüber reden gehört. Kommt, suchen wir ihn. Okay. Rogi! 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 Die kleinen Busse haben Rogi in der ganzen Stadt gesucht. Rogi ist wohl wirklich mit Windy weggefahren. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es ist alles meine Schuld. Ich war nicht sehr nett zu ihm. Ich auch nicht. Ich kann nicht glauben, dass er weg ist. Es tut mir so leid, Rogi. Rogi! Was? Oh? Wo wart ihr denn alle? Ohne euch habe ich mich so gelangweilt. Also bist du nicht mit Windy weggefahren? Ich habe mich von ihm heute früh verabschiedet. Warum hast du dann deine Garage sauber gemacht? Ihr habt gesagt, es war ein Chaos und ich soll es sauber machen. Ich habe die ganze Nacht bei euch geputzt. Was? Ich dachte, du hättest uns für immer verlassen. Was ist los? Rogi, es tut mir wirklich leid. Ich war gemein zu dir, nicht wahr? Ja, mir tut es auch leid. Tut mir leid, Rogi. Schon okay. Und Rogi, vielen, vielen Dank, dass du bei uns geblieben bist. Rogi, wir sind froh, dich als Freund zu haben. Ja. Vielen Dank. Es klingt, als würdet ihr ohne mich nicht klarkommen. Was? Was für eine Erleichterung, dass Rogi nicht weggefahren ist. Die kleinen Busse werden nun noch engere Freunde. Der Schatz gehört mir. Heute früh sind Pat und Rocky zur Wartung vorbeigekommen. Sieht aus, als gäbe es viel zu reparieren. Ich hatte in letzter Zeit sehr viel Arbeit. Wir hatten einfach keine Zeit, uns auszuruhen. Es ist so schwierig. Manchmal möchte ich einfach alles fallen lassen. Was sagst du da, Rocky? Ach, Pat. Ich glaube, wir müssen dich erst in Ordnung bringen. Ich muss mal wieder dein Motoröl wechseln. Hä? Wir haben kein Öl mehr. Was mache ich nur? Hi, Hanna! Hä? Wie geht's dir? Oh, könnt ihr mir einen Gefallen tun? Könnt ihr mir bitte etwas Motoröl aus dem Lager holen? Ich werde es holen! mal sehen. Oh, es ist da drüben. Was ist das? Hä? Tayo braucht ja ganz schön lange. Was? Die Ampel ist wieder kaputt gegangen? Oh nein. Pat, ich glaube, wir müssen zurück zur Arbeit. Hanna, ich mach die Wartung nächstes Mal. Alles klar. Ich hoffe, er ist bald wieder in Ordnung. Hallöchen! Ich habe eine Schatzkarte gefunden! Eine Schatzkarte? Also der Schatz müsste hier bei dieser Markierung sein. Stimmt doch, oder? Das ist bestimmt eine Schatzkarte. Da ist wahrscheinlich ein unglaublicher Schatz vergraben. Ein unglaublicher Schatz? Kinder, seht euch das an. Seht euch diese Markierung an. Sieht es nicht wie das Depotschild aus? Ja, du hast recht. Dann ist der Schatz hier irgendwo in der Nähe? Vielleicht. Sollen wir es am Computer noch mal genauer ansehen? Jetzt fügen wir dieses Foto hinzu. Hey, es ist der Spielplatz auf dem Parkplatz. Oh, da ist ein Schatz auf dem Parkplatz? Warum suchen wir nicht alle nach dem Schatz? Ja, wir können ihn finden, wenn wir alle zusammen suchen. Ich habe eine wichtige Verabredung. Was? Bis später dann. Also Rogi. Ich will aber nicht nach dem Schatz suchen. Gani, gehen wir spielen. Aber... Na los, gehen wir. Hä?
Okay. Hä? Also, was ist los? Warum fahren sie alle weg? Tayo ist auf dem Spielplatz. Er will den Schatz selbst finden. Es würde mehr Spaß machen, wenn alle hier wären. Da ist Rogi! Ich muss den Schatz zuerst finden. Ich dachte, er hat eine Verabredung. Du willst also den Schatz für dich selbst behalten. Hä? Aha! Aber ich wollte doch den Schatz mit Tayo finden. Apropos Schatz, wollen wir ihn gemeinsam suchen? Aber Lani, dann hätten wir doch mit Tayo fahren können. Verstehst du nicht? Dann müssen wir ihn doch teilen, Gani. Trotzdem. Also willst du den Schatz nicht mit mir finden? Oh, nein, so ist das nicht. Gani, bitte hilf mir. Oh, okay. Juhu, beeilen wir uns. Warte auf mich. Ist er hier? Wo könnte der Schatz sein? Rogi! Wer ist da? Ich bin der legendäre Hüter des Schatzes! Der Hüter des Schatzes? Ein gieriger Bus wie du kann den Schatz nie haben! Wenn du jetzt nicht fährst, fresse ich dich auf! Bitte tu mir nichts! Tayo ist nicht vor uns angekommen. War das nicht Rogi? Warum rast er so davon? Lani! Gani! Tayo! Warum so überrascht? Seid ihr auch hier, um den Schatz zu finden? Nein! War jemand anderes hier? Ja, Rogi war hier und hat versucht, den Schatz selbst zu finden. Ich glaube, er wollte ihn für sich selbst behalten. Also habe ich ihn verschreckt. Rogi ist also wegen Tayo weggefahren. Wie bringe ich Tayo dazu, wegzufahren? Aha! Tayo, wir sind eigentlich hier, weil wir dich suchen. Was? Aber warum? Hana sagt, sie braucht sofort deine Hilfe. Richtig, Gani? Ja. Aber ich habe den Schatz noch nicht gefunden. Du musst dich beeilen. Es schien dringend zu sein. Also gut. Okay, ich fahr hin. Lani, bist du dir sicher? Es tut mir leid, dass ich Tayo angelogen habe, aber was sollen wir sonst? Lass uns den Schatz suchen. Okay. Tayo, der kleine Bus. Ich kann nicht glauben, dass wir nichts gefunden haben. Wir hätten doch alle zusammen nach dem Schatz suchen sollen. Ihr beiden! Wie konntet ihr mich anlügen? Ihr wolltet mich loswerden, oder? Was ist los? Und du hast Rogi verschreckt! Was? Was hast du gesagt? Rogi! Tayo, du gabst vor, der legendäre Wächter zu sein und hast mich verschreckt? Na und? Du wolltest den Schatz ganz für dich behalten. Ach nein, hör auf damit. Warum streitet ihr euch? Situ! Situ! Die Sache ist... Es ist wegen des Schatzes. Was? Schatz? Ihr meint also, dass der Schatz dort ist, wo die Markierung ist? Und? Habt ihr ihn gefunden? Nein. Hä? Hanna, die Karte ist doch alt. Vielleicht war da das alte Depot. Oh, ganz genau. Das Depot war früher da. Was? Und wo ist das? Moment. Ändern wir die Markierung auf den alten Depotstandort. Das ist der alte Park. Er ist jetzt eine Baustelle. Eine Baustelle? Danke, Situ. Warte auf mich, Rogi! Ich bin müde. Rogi! Warte auf mich! Meine Güte! Das ist gefährlich!
Diese Kinder! Los geht's, Pat! Was? Ein Schatz? Ja! Er ist irgendwo in dieser Gegend vergraben. Aber wir haben alles umgegraben. Ja, wir haben keinen Schatz gesehen. Oh, es gibt eine Stelle, an der wir noch nicht gegraben haben. Schaut, da drüben ist ein sehr alter Baum. Er ist hier drüben. Wow! Fang an zu graben, Poco. Jetzt geht's los. Hier ist etwas. Oh. Wow! Es ist eine Schatzkiste! Kinder! So schnell zu fahren ist gefährlich. Ah, ihr habt das Tempolimit überschritten. Rocky! Pat! Warum seid ihr alle zu schnell gefahren? Nun, also, wir wollten diesen Schatz finden. Schatz? Ja! Rocky! Kannst du die Kiste für uns öffnen? Das ist der Schatz? Okay, ich öffne sie. Was ist das? Es ist kein Schatz. Geht es dir gut? Seit diesem Tag war es mein Traum, Polizist zu werden. Die Spielzeugpolizeimarke war mein Schatz. Also versteckte ich sie in einer Schatzkiste. Und ich wollte sie erst wieder öffnen, wenn aus mir ein richtiger Polizist wurde. Ich kann nicht glauben, dass sie noch da ist. Wow, dann tust du genau das, wovon du geträumt hast. Ja. Das wussten wir ja gar nicht. Wir haben uns ganz umsonst gestritten. Tayo, die Lüge tut mir leid. Uns tut es auch leid. Nein, es war doch auch meine Schuld. Ab jetzt dürfen wir uns nicht mehr streiten. Ja! Danke euch allen. Das ist ein ganz besonderer Schatz für mich. Die Arbeit hat mich gestresst, aber dank euch fühle ich mich viel besser. Wirklich? Aber rast nie wieder. Okay. Die Busse haben also doch einen Schatz gefunden. Dank der Busse fühlten sich Rocky und Pat ermutigt. Es ist schwer, sich zu benehmen. Rocky und Pat sind auf Patrouille. So, ein weiterer Arbeitstag beginnt. Hä, was ist denn da vorne los? Sehen wir mal nach. Seht ihr das an? Was machen wir jetzt? Tayo! Oh, Pat! Was ist hier passiert? Nun, also... Also hier ist die Luft rein. Hier ist die Luft auch rein. Wenn wir nochmal erwischt werden, Schein, bekommen wir riesige Schwierigkeiten. Los geht's! Hurra! Ich hab dich! Speed, Schein! Langsam, Jungs! Ich muss unbedingt diese Ladung pünktlich liefern. Oh nein! Es ist alles unsere Schuld. Und das ist Pat! Verschwinden wir! Warte auf mich! Keine Sorge. Niemand findet heraus, wo wir sind. Da hast du wohl recht. Ich bin der Einzige, der diesen Ort kennt. Schein! Was? Ihr zwei! Das war nicht das erste Mal. Jemand hätte verletzt werden können.
Es war alles Speeds Schuld. Was? Wie war es meine Schuld? Ah, ihr Kinder. Ihr habt beide ab sofort Fahrverbot. Was? Nein! Bitte, bloß nicht. Wir tun es nie wieder. Okay, also gut dann. Hier, ich gebe euch noch einen letzten Versuch. Was ist das denn? Wenn ihr etwas Gutes tut und die Unterschrift von einem Zeugen bekommt, ist euer Fahrverbot aufgehoben. Etwas Gutes tun? Aber was hat das mit dem Fahrverbot zu tun? Okay, wollt ihr lieber jetzt suspendiert werden? Nein, aber ich meine... Wenn ihr das nicht bis zum Ende des Tages schafft, bekommt ihr wirklich Fahrverbot. Etwas Gutes, hä? Was soll das denn heißen? Alles klar, jetzt fahren wir schneller. Wir müssen das alles heute erledigen. Ich hab's. Wir könnten Ihnen doch bei den Bauarbeiten helfen. Hey, warte! Hey, Max! Speed und Shine, was führt euch her? Wir möchten euch helfen. Was? Uns helfen? Ja! Aber danach müsst ihr hier unterschreiben. Unterschreiben? Und zuerst könnt ihr den Sand mit diesem Wagen bewegen. Wenn ihr fertig seid, unterschreiben wir. Überhaupt kein Problem. Hey, ich zuerst. Ich bin etwas besorgt. Haha, ich schaff das in 0, nichts. Was? Ich kann nicht sehen. Speed. Halt sofort an. Es tut mir leid. Was in aller Welt machen die da? Sie sagten doch, dass sie helfen wollen. Damit wir ihnen was beibringen können. Oh nein! Ihr Kinder! Verschwindet! Aber wir wollten doch nur helfen. Und sie haben trotzdem nicht unterschrieben. Hallo Jungs! Was ist euch denn passiert? Das ist eine lange Geschichte. Wo fahrt ihr denn hin? Oh, wir sind früh mit der Arbeit fertig. Also werden wir Ruby helfen. Ruby helfen? Ja, wir werden ihr helfen, den Spielplatz sauber zu machen. Oh, wenn wir ihnen helfen, bekommen wir unsere Unterschrift. Ich helfe euch. Ich auch, ich auch. Was haben die beiden vor? Ich bin mir nicht sicher. Tayo, der kleine Bus. Ihr könnt euch ausruhen. Wir machen die ganze Arbeit. Warum? Wir werden es gemeinsam tun. Ich hab doch gesagt, wir brauchen nur eure Unterschriften. Also könnt ihr irgendwo spielen gehen. Oh, alles klar. Viel Glück dann. Also, fangen wir mit der Säuberung an. Los geht's. Jetzt müssten sie langsam fertig sein. Ja. Was ist los, Ruby? Tada! Was meint ihr? Ist es nicht sauber? Was ist das denn? Es ist dreckiger als vorher. Also, Unterschrift? Na los doch! Nein! Wir unterschreiben gar nichts. Es ist hier dreckiger, als es vorher war. Hey, das ist unfair. Wir haben doch aufgeräumt. Ja, das könnt ihr nicht machen. Wir unterschreiben nicht. Warum nicht? Was ist denn hier los? Macht ihr zwei etwa immer noch Ärger? Das war alles Shines Schuld. Nein, war es nicht. Es war alles Speeds Schuld. Ihr beide seid ja nicht zu fassen. Mir reicht's. Ihr habt jetzt beide Fahrverbot. Ihr fahrt jetzt ohne Umweg nach Hause. Ab mit euch. Wenn ihr euch diesmal nicht benehmt, dann dürft ihr nie wieder raus. Oh nein! Wir wollten ihnen doch nur helfen. Ja, ich weiß gar nicht, was wir falsch gemacht haben. Also gut, räumen wir noch mal auf. Hey.
Schein, das Chaos haben wir angerichtet. Und sie machen es immer noch sauber. Ich dachte, wir haben ihnen geholfen. Vielleicht haben wir es noch schlimmer gemacht. Aber da wir Fahrverbot haben, sollten wir jetzt nach Hause fahren. Ja. Huch? Hey, das ist Situ. Aha. Situ, was ist los? Ich soll diese Touristen zum Flughafen bringen. Aber ich kann mich nicht bewegen, weil ich einen Platten habe. Leider werden alle diese Leute ihre Flüge verpassen. Gut. Was machen wir bloß? Wir kommen zu spät. Eins, zwei, wir können 4 Leute zum Flughafen bringen, Schein. Aber Speed, wir haben Fahrverbot, schon vergessen? Wenn ihr euch nicht benehmt, dann dürft ihr nie wieder raus. Ja, vielleicht sollten wir es lassen. Wir werden alle unseren Flug verpassen. Werden wir ihn verpassen, Mami? Ist schon gut. Schein, ich will sie zum Flughafen bringen. Ich auch. Ich denke, wir sollten sie hinfahren. Situ? Mach dir keine Sorgen. Ja. Wir bringen sie zum Flughafen. Wirklich? Ja. Speed und Schein fuhren die 4 Touristen zum Flughafen. Vielen Dank. Alles Gute. Ich bin froh, dass sie ihren Flug nicht verpasst haben. Ich bin froh, dass wir sie hingefahren haben. Ich bin mit uns zufrieden. Das sind Tayo und Lani. Hallöchen. Hey, Freunde! Fahrt ihr jetzt nach Hause? Ja, wir sind gerade mit dem Putzen fertig. Es tut uns wirklich leid. Es war alles unsere Schuld. Das ist schon okay. Aber ich dachte, habt ihr denn kein Fahrverbot? Was, wenn Rookie und Pat es herausfinden? Speed, Schein, was habt ihr beiden hier draußen zu suchen? Haltet sofort an! Ich habe es euch doch gesagt, ihr habt beide Fahrverbot. Nun, also, wir wollten nicht, aber, sind das schon wieder Ausreden? Hey, Leute, da seid ihr ja. Ich hab euch gesucht. Situ! Ich bin noch nicht dazu gekommen, euch zu danken. Vielen Dank also. Was meinst du, Situ? Ich konnte nicht fahren, weil ich einen Platten hatte. Also brachten Speed und Schein die Fahrgäste für mich zum Flughafen. Dank ihnen sind heute alle rechtzeitig angekommen. Was? Ist das alles wahr? Nun ja. Huch? Was ist das denn? Das sind Aufkleber, die wir Autos geben, die etwas Gutes getan haben. Was? Aber wir haben die Regeln gebrochen. Das stimmt. Aber ihr habt anderen geholfen, obwohl ihr wusstet, dass ihr damit Ärger bekommt. Man ist ein guter Mensch, wenn man anderen hilft und ganz besonders, wenn man es von sich aus macht. Also habt ihr jetzt auch kein Fahrverbot mehr. Wow! Vielen lieben Dank. Herzlichen Glückwunsch. Gut gemacht. Ihr macht jetzt aber keinen Ärger mehr, oder? Natürlich nicht, denn wir sind jetzt gute Autos. Speed und Schein haben gelernt, wie man für andere Gutes tun kann. Sie wissen jetzt, wie toll es sich anfühlt, anderen zu helfen.